Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, von Generalen sagt man ja, sie seien immer besser auf den letzten als auf den nächsten Krieg vorbereitet. Und ein bisschen erinnert mich das Vorgehen der Regierung hier auch daran. Vor rund 2 Jahren, im März, hat sich dieses Haus das erste Mal mit dem Thema Corona beschäftigt. Und nun zu einem Zeitpunkt, wo die Regierung in unseren Nachbarländern diesen Daueralarm stückweise zurückfahren und das Regime von Sondergesetzen und Verordnungen nach und nach beenden, fängt NRW damit an, hier ein neues Sonderrecht zu schaffen, einen gesetzlichen Rahmen für digitale und hybride Sitzungen für Stadträte, Kreistage und so weiter. Irgendwie haben es die Gremien ja auch die letzten beiden Jahre hinbekommen, handlungsfähig zu bleiben. Sie haben sich sogar nach der Kommunalwahl neu konstituieren müssen. Sie haben ja auch vor kurzem noch einen grünen Antrag, der in dieselbe Richtung ging, abgelehnt. Eine Notwendigkeit für diesen Antrag hier zu diesem Zeitpunkt kann ich daher für meine Fraktion nicht erkennen. Wir sind grundsätzlich nicht gegen die digitale Durchführung solcher Gremiensitzungen, wenn sie eben notwendig ist. Allerdings, und auch das muss klar sein, die digitale oder auch die hybride Durchführung solcher Sitzungen muss die Ausnahme bleiben. Präsenz ist die Regel und soll es auch sein. Genau das gewährleistet Ihr Gesetzentwurf aber nicht. Um eine Sitzung in digitaler Form durchführen zu können, reicht die Feststellung eines sogenannten besonderen Ausnahmefalls mit einer Zweidrittelmehrheit. Näher definiert ist das nicht, es sind nur 2 Beispiele angegeben, Katastrophen und pandemische Lagen. Wie wir alle wissen, gibt es zumindest in Gesetzesform aktuell keine pandemische Lage mehr, weder im Bund noch im Land. Trotzdem haben jetzt mehrere Vorredner davon gesprochen, dass wir uns noch in einer pandemischen Lage befinden. Das sind also offensichtlich politische Begriffe. Das haben wir ja auch in der jüngeren Vergangenheit feststellen können. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Feststellung in einem rein schriftlichen Verfahren, also ohne Aussprache, vorgenommen werden kann. Die Gefahr für die Rechte von Minderheiten in den Räten ist hier nicht zu übersehen. Noch schlimmer ist es bei den hybriden Sitzungen. Die werden jetzt quasi zum vollwertigen Ersatz für Präsenzsitzungen erklärt und bedürfen überhaupt keiner besonderen Voraussetzungen. Ich kann jetzt nach allem, was ich in den letzten Wochen erlebt habe, mutmaßen, dass das vielleicht auch dazu dienen wird, dann Ratsherren und Frauen, die aktuellen Impfkriterien, die ändern sich ja öfters aus dem RKI, nicht entsprechend gänzlich von der Teilnahme auszuschließen und an den heimischen Katzentisch zu setzen, wie es ja hier im Haus bei einigen Anlässen auch schon gemacht wird. Die einzige Chance für unsere Bürger, die mit solchen digitalen und hybriden Sitzungen verbunden sind, nämlich dass die Verwendung der notwendigerweise entstehenden Videos zur Information der Öffentlichkeit genutzt wird, schließen sie dagegen aus oder sie stellen es vielmehr der Mehrheit des jeweiligen Gremiums anheim. Nur wenn diese es gestattet, dürfen Mitschnitte verwendet werden. Ich habe das selbst in Köln, das ja einer der tiefsten Sümpfe unseres Bundeslands ist, erleben müssen. Man wollte mir tatsächlich per Abmahnung verbieten, Videos meiner eigenen Reden im Internet zu verbreiten. Man hat sich da nicht getraut, damit vor Gericht zu gehen, sondern beließ es bei Abmahnungen. Aber ich habe den Eindruck, Sie wollen dieses fragwürdige Vorgehen jetzt sogar in Gesetzesrang hieven, anstatt den Ratsherren und Frauen im Land das zu erlauben, was für jeden Demokraten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass er zumindest seine eigenen Reden, besser aber noch ganze Debatten veröffentlichen kann, soweit sie nicht im nicht öffentlichen Teil stattfinden. Es bleibt also insgesamt bei diesem Gesetzentwurf ein fader Beigeschmack. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ihnen hier weniger um die Handlungsfähigkeit und Transparenz irgendwelcher Gremien geht, sondern eher darum, ein paar Parteifreunden vor Ort, wir haben es ja gerade gehört, das ist ja dann auch bequemer, wenn man nicht mehr hingehen muss, ein paar Nettigkeiten zukommen zu lassen. In der vorliegenden Form, das kann ich Ihnen jetzt schon ankündigen, werden wir dem Gesetzentwurf sicher nicht zustimmen. Mal sehen, was im Ausschuss daraus wird und was insbesondere die Fachleute dazu sagen in der Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tritschler.